Heute Mittag, 12 Uhr, Pressekonferenz. Und ich habe es noch nie so erlebt wie in den letzten Wochen, dass so viele Menschen vor einer Pressekonferenz sitzen, live, sei es im Fernsehen, im Internet, im Radio, und zuhören, was denn da gesagt wird. Wie geht's weiter? Was kommt für uns? Was passiert denn überhaupt? Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir natürlich auch uns nach einer Stück Normalität sehnen. Das heißt ja auch immer wieder Normalität, wann kommt das zurück? Oder auch eine gewisse Corona-Normalität, von der momentan ständig die Rede ist. Also die Frage, wie wird's denn werden und wann wird's auch wieder normal? Wobei ich auch glaube, dass die wenigsten von uns sogar sich normal als das wünschen, was davor war. Das ist gar nicht unbedingt das Thema. Manche, in manchen Bereichen sicherlich, in anderen vielleicht auch nicht. Aber dennoch gar nicht dieses Thema, wann wird es wieder so, wie es war, sondern wann ist ein Stück Normalität. Ich habe dafür extra mal nachgeguckt, was heißt Normalität eigentlich. Und Normalität ist die von der Definition her das, was in einer Gesellschaft gültig ist, ohne dass es ständig neu erklärt werden muss oder neu entschieden werden muss. Also etwas, was gültig ist, was nicht permanent neu entschieden werden muss oder neu erklärt werden muss. Davon sind wir aber noch weit weg, sonst hätten wir heute auch nicht dieses Thema, dass so viele auch vor so einer Pressekonferenz sitzen und sich das anschauen oder mitbekommen, was passiert denn da gerade. Ich glaube, dass in nächster Zeit so eine Normalität nicht kommen wird. Und deswegen ist es vielleicht gut, noch mehr zu schauen, ob wir ein Stück Herzensnormalität schaffen oder schaffen können oder vielleicht auch bei uns wachsen kann. Herzensnormalität heißt für mich Normalität im Herzen, Gewissheit im Herzen, wo ich nicht jedes Mal neu überlegen muss, was gilt denn jetzt, oder jedes Mal neu erklären und entscheiden muss, was gilt denn jetzt. Ich bin geliebt. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich bin gut. So wie ich bin, passt es. Ich glaube, dass wir ganz oft Zeit damit verbringen und auch Unsicherheit im Leben haben, dort, wo wir das immer wieder fragen: Bin ich geliebt? Bin ich ein Geschöpf? Bin ich gut? Was müsste ich denn sonst tun? Nein, es tut gut, eine Herzensnormalität zu haben und auch vielleicht neu zu gewinnen und auch im Herz einzupflanzen. Vielleicht auch sich das selber manchmal gegenseitig zu sagen: Du bist geliebt, du bist gut, du bist ein Geschöpf. Ich glaube, wenn wir so eine Herzensnormalität bei uns im Herzen haben und daraus leben, dann lässt sich diese Unnormalität, dieses Unnormale außenrum, diese Ungewissheit auch, mit der wir gerade leben, leichter und besser ertragen. Insofern wünsche ich euch und wünsche ich mir einfach, dass wir aus diesem Herzen heraus, aus dieser Gewissheit heraus leben dürfen und das auch tragen dürfen, ertragen dürfen, was auch an Unnormalem außenrum gerade alles so ist und geschieht. Euch einen schönen Abend, eine gesegnete Zeit und bis bald. Tschüss.